Hallo und herzlich willkommen zur, ich habe mein Blatt vergessen, Moment, ich glaube 241. Folge, ja, 241. Folge von Project Unstable 6, da sind wir wieder, so, ich mach das mal zu, so, hi, warum blinkst du so noch, so, okay, hi, so, das letzte Mal hatten wir hier oben wunderschön einen Pressure Chamber aufgebaut. Wir haben den auch automatisiert, sodass wir praktisch oben was reinpacken können. Das geht rein und dann kommt es raus. Wir haben mittlerweile einen Druck von 3 Bar. Also das Ding hier ackert sich ab. Ich lasse jetzt das Kerosin durchlaufen, weil ich bis 5 Bar sollten wir eigentlich nicht kommen. Dafür hat das Ding zu wenig Energie. Aber ihr seht hier oben, was wir praktisch vorhaben. Wir wollen ja ein Aerial Interface machen. Dafür brauchen wir ein paar Sachen. So Advanced Machine Frames, billig, das kriegt man hin. Wir brauchen Advanced Pressure Tubes, das wird schon ein bisschen interessanter. denn dafür brauchen wir ein Assembly Control, eine Assembly Line so rum. Und dann machen wir aus einem Block of Compressed Iron, machen wir 8 Advanced Pressure Tubes. Dafür brauchen wir ein Assembly Program und dafür brauchen wir einen Laser, einen Drill und 2 IO Units sowie eine Assembly Plattform. Und dann kann das Ding aus einem Compressed Iron eine Pressure Tube machen. Dauert also ein bisschen was wir dafür brauchen. Ich habe die ganzen Sachen hier. Und wie wir jetzt bei allen feststellen, brauchen wir Pneumatic Cylinder. Das braucht Plastik und ein bisschen anderes Zeug. Aber wir brauchen auch Printed Circuit Boards. Dafür brauchen wir Capacitor und Transistor. Also Transistoren und Capacitor. So. Und wir brauchen ein Unassembled PCP. This item does not despawn. So. Das brauchen wir. Und wie machen wir das? Ganz einfach, wir nehmen ein Empty PCB und können das entweder in eine Assembly Line packen, was nicht unbedingt funktioniert, weil wir keine Assembly Line machen können. Oder wir machen uns ein Etching Acid Bucket. Und wenn wir dann den Empty PCB in das Etching Acid Bucket packen, in den Etching Acid Bucket packen, wird daraus ein Unassembled PCB. So. Puh. Okay. Früher war es, glaube ich, so. Ich glaube, früher konnte man die Printed Circuit Boards direkt hier drinnen machen in der Assembly Line und brauchte das nicht mehr so, aber jetzt macht man nur die Unassembled. Okay. Gut. Das ist jedenfalls unser Plan. Das heißt, wir brauchen Etching Acid. Und das machen wir aus Blightberries, Withered Rip, Kyrsold Oil, Zombie Heart und Green Plastic. Puh, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal an und machen mal unsere Magie und sorgen mal dafür, dass es alles hier langsam was wird. Also, einzige Problem, was wir haben werden, wir brauchen Plastik und ich habe hier kein Plastik mehr. Und das Problem ist, ich habe auch nicht mehr so viel Molten Plastic, damit wir alles, glaube ich, machen können, was wir wollen. Das heißt, wir brauchen leider wieder einen Tower. Weil ich habe hier in, war das in 16, ne? 16? Hier sind auch nochmal 16 drin. Also 32, ich müsste mal durchzählen. Warte, wir zählen einfach mal durch. Wir brauchen 3. 4, 8, 12 plus 3 macht 15. Die brauchen wir nochmal, also nochmal 12, also haben wir 27. 39. Au. Ah, es reicht nicht, es reicht definitiv nicht. Okay, wir können auf jeden Fall uns trotzdem schon mal an einen PCB wagen, weil mit Hilfe von einem Printed Circuit Board können wir noch ein paar andere Sachen machen. Wir können zum Beispiel Computer programmieren. Yay! Sachen, die wir unbedingt brauchen. Und wo ist es? Genau, wir könnten dann auch noch die anderen Compressor machen, aber dafür brauche ich auch Advanced-Dinger dafür, um das zu machen. Verdammt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Wir könnten uns ein GPS-Tool machen und dann könnten wir uns ein Amadron-Ding machen. Moment. Amadron? Was kriegen wir über Amadron alles? Kurz gucken. PCB Blueprint. Assembly-Zeug. Kriege ich Plastik?
Öl, Lubricant. Nö. Okay, wir brauchen es definitiv noch, weil wir brauchen hier die Assembly-Dingens und das kriegen wir nur über Amadron. Oder ich glaube, einen Villager kann es auch verkaufen, aber ja, Amadron ist das Beste und dafür brauchen wir. Dann wenden wir uns erstmal dem Amadron zu. Es ist vielleicht gar nicht so doof. Machen wir erstmal das. Und dann brauchen wir noch mehr Plastik. Das heißt, ich muss wieder den Tor aufbauen, dann müssen wir wieder Öl. Oh. Brauche ich wieder Hitze und. Oh, nee. Ich habe aber keinen Electric Compressor, ne? Den ich machen kann. Flux Compressor. Advanced Tube. Verdammt, wir brauchen unbedingt diesen. Oh, verdammt, okay. Gut, wir machen uns aber erstmal PCB. Dann können wir uns nämlich erstmal an hier Amadron. Ups, falsch. So. Da können wir uns am Amadron-Tablets erstmal setzen. Rest geht mal hin. Okay, gut. Das Ding ist fast leer. Ja, viel mehr kriegen wir auch nicht mehr dazu. Dann können wir mal anfangen und können mal ein bisschen was pressen. Zum einen können wir natürlich jetzt nochmal Compressed Iron machen, aber davon haben wir eigentlich erstmal genügend. Jetzt muss ich nur gucken, was brauchte ich hierfür. Blightberry? Okay, ich habe natürlich hier draußen die Plastik vergessen. Was war's? Grünes Plastik, ne? Grünes Plastik. Na, verdammt. Okay. Lalalalalalalala. Zack. Einmal bitte grünes Plastik. Zweimal. Einmal Etching Acid sollte reichen, damit wir uns erstmal ein paar PCB machen können. Wie gesagt, UV Lightbox können wir uns dann auch machen, sobald wir von Amadron bestellt haben, was wahrscheinlich das Beste wäre, das so zu tun. Und jetzt brauche ich mal noch was. Und zwar. Creosote Oil hole ich mir, dann brauche ich Withered Drip. Dann brauche ich Blightberry. Ich habe genau 3, Gott sei Dank. Hilfe. Ups, was mache ich denn? Zombie Hard Force noch. Nicht Z0. Ist was anderes. Backt. Zack. Und dann brauche ich einmal. Was soll. Okay, machen wir so. Creosote Oil. Gut, und dann kommt das einmal alles hier rein. Oh. Moment. Mal ganz kurz filtern. Ich habe vergessen, dass ich ja hier theoretisch filtern muss, weil ansonsten nimmt er es ja automatisch wieder raus. Ich hoffe, wir verlieren nicht zu viel Druck. Das scheint mir nicht so der Fall zu sein. Verdammt. Vollkommen vergessen. So, ist natürlich relativ langsam, weil das Ding kann immer nur ein Item drin haben. Das heißt, würden wir eine höhere Geschwindigkeit wollen, bräuchten wir einfach mehrere Inputs bzw. Outputs, je nachdem. So, jetzt haben wir 4 Items und bupp, Etching Acid ist fertig. Das heißt, ich nehme mal kurz das Ding raus. Und wir kriegen Etching Acid. So, ich mache mal folgendes. Compressed Iron Block definiere ich mal hier drinne. Dass es gut ist, das drinne zu haben. So. Und dann definiere ich einfach mal ein Etching Acid Bucket. So, jetzt haben wir das Ding. So, dann brauchen wir noch MTPCB. Dafür brauchen wir Compressed Iron, grünes Plastik und wir okay, ich mache einfach mal gleich 4. Brauchen wir zwar nicht sofort, aber ich mache einfach mal 4. Brauchen wir am Ende eh alle. Für die ganzen Sachen brauchen wir eh, also brauche ich eigentlich 5, ne? 1, 2, 3, 4. Plus ein für das Amadron, also 5. Nochmal kurz gucken. Ist grün, okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, ist hier oben das Ding leer? Nee, noch nicht. Okay, also wir haben noch ein bisschen Plastik, haben wir noch da. Wenigstens etwas. So, 5 Plastik. Dann brauche ich jetzt noch für die PCB 20 Quartz Chips. Also noch 4 und Compressed brauchen wir auch nur 5. So, Quartz. So, 4 Stück, danke.
Und dann können wir das mal reinpacken und dann können wir das noch ätzen. Behält das Ding? Interessiert mich jetzt mal. Ich das Ding jetzt umstelle hier. Filter. Okay, aber hält's. Items begins with. Okay, wunderbar. Das heißt, ich kann das hier begins with. Contains PCB. So. Das ist vielleicht besser. Okay. Zack, zack, zack. Zu viel Druck sollte man nicht verlieren, weil es ist relativ groß. Na gut, wir verlieren doch ein bisschen was. So, das Ding ist leer. Okay. Das heißt aber jetzt, im Endeffekt, wir verlieren so oder so jetzt natürlich ein bisschen Luft. Aber es geht, es ist nicht zu viel. So, jetzt ist nur noch der Quarz-Chips. Und dann haben wir alles, was wir brauchen für die PCB. Fünf Stück, wunderbar. So. 4, 5. Wunderbar. Und dann können wir hier mal einstellen wieder, dass wir wieder auf das wollen und dann MTPCB. So. Hast du gespeichert? Ja. Okay, damit haben wir das. Dann brauchen wir Etching Acid. 5 Minuten braucht das jetzt. Das heißt, wir sind am Ende der Folge fertig damit. Zack. Einmal das rein. Und dann die ganzen PCP. Ich nehme mal ganz kurz. Aua. Ich mache die mal einzeln. Zur Sicherheit. So, es braucht jetzt 5 Minuten. Auf dem Boden stecken sie sich komischerweise aber im Inventar nicht. Okay. So. Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt das Ding. Das können wir wegmachen. Wir haben das Ding, das können wir erstmal wegmachen. Wir brauchen noch Kapazitoren, ne, damit wir die Dinger fertig machen. Das können wir schon mal nebenbei machen. Genau. Für Printed Circuit Board brauchen wir nämlich Transistoren. 3 Stück und 3 Stück. Ach du meine, wir brauchen so viel Plastik. Okay. So, wir brauchen pro PCB brauchen wir 3 von jedem. Wir brauchen 3 mal Cyan und 3 mal Schwarz. 1, 2, 3. Machen wir erstmal getrennt. So, und dann brauche ich nochmal für... Nein, jetzt habe ich es weggemacht. So, für Amatron brauchen wir noch 4 Rot. So. Mache ich jetzt alle? Wir brauchen sie eh, ne? Wir brauchen eh die ganzen Circuit-Dinger. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal Plastik brauche. Ich lasse es erstmal. Ich mache erstmal nur einen. Machen wir mal die ganzen Zitoren. So, gehen wir einmal hin. Umstellen auf... Falsch. Da. Einmal umstellen auf Contains. Zitor. So, und dann muss da einmal rein. Das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das. Und das letzte sind Lapis-Chips und Quarz-Chips. Quarz-Chips. Und, ups, nein, so. Und Lapis-Chips. Einmal zack, zack. Okay. So, dann machen wir die ersten Zitoren. Flup. Nimm da nicht raus. Achso, nee, sind nur Tor. Sind ja nicht Zitor, sind nur Tor. Zack. Und stellen wir wieder um auf Item. Und dann nehmen wir das einmal alles mit hier. So, zack und zack. Wunderbar. Gut. Damit haben wir die schon mal. Den PCB brauchen wir natürlich jetzt noch. Und den Rest. Ach, ich bin... Gut, dass ich hier noch habe. Graues Plastik brauchen wir noch. Brauchen noch 6 graue Plastik.
Ja, 6 graue Plastik, mehr nicht. Dübedübedü. Dübedübedü. Nein, falsch, graue Plastik. Ich brauche bitte 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja. Man muss ja nochmal nachgucken. So. Ha. Gut. Dann. Wir brauchen einen Basic und einen Refined Circuit. Basic. Ich brauche einen Charging Station, fällt mir gerade auf. Da. Na gut, die ist nicht teuer. Circuit. Simple Circuit. Und dann brauchen wir Servo. Dann mache ich einfach nochmal ein paar. Ist gut. Und dann brauche ich nochmal 2 rote Plastik. Wie gesagt, wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Plastik, aber dann sind wir hoffentlich in der Lage, alles zu machen, was wir wollen. In der Menge, die wir wollen. Also einmal das. Und dann brauche ich Circuit. So. Dann haben wir die Charging Station. Das ist das erste Ding. Darüber können wir nämlich dieses Amatron-Tablet im Endeffekt laden. So, dann brauchen wir GPS-Tool. Achso, das Ding braucht einen, was? Printed Circuit Board. Stimmt. Das müssen wir noch machen. Wir brauchen noch ein Wireless und Receiver. Okay, es sollte schnell fertig sein. Sagte er und es dauert. Achso, weil der das. Wir brauchen vielleicht doch nochmal Co-Processing Units an gewissen Stellen. Ist vielleicht doch besser. Na komm. Oh, jetzt macht er das erstmal noch. So, danke. Gut. Okay. Den Air Canister können wir schon mal machen. Zack. So, Basic habe ich. Wunderbar. Und Rest fürs Amadron-Tablet haben wir dadurch auch. Wunderbar. Gut. Dann heißt es jetzt eigentlich nur noch warten, bis die PCB fertig sind. Und das sind sie. Wunderbar. Ich nehme mal das Etching Acid mit. Können wir noch gebrauchen. Das wird ja nicht schlecht. Zack. Wunderbar. Ich habe nur ein Skelett gehört. Das ist ungünstig. Ich schlafe mal kurz. Okay. So. Dann einmal. Failed. Warum failed PCB? Was? Warum failed PCB? Was ist jetzt kaputt gegangen? Hm. Moment. Acid. Moment. War es zu lange drinne? Jetzt muss ich mal kurz, warte mal. Hab ich irgendwas, ups, nein. Hab ich irgendwas falsch gemacht? Unassembled PCB. Throw in this process will take 5 minutes. Throw in an empty PCB which has been exposed in a UV light box. Wie soll ich da dran kommen? Hab ich
dachte jetzt, vielleicht war es zu lange drin, aber nee, ich glaube einfach nur, die Success Rate ist nahezu null. Oh nee, oder? Und wenn das der Fall ist, dann... Ich habe aber kein Rezept entfernt. Kriege ich das noch anders? Ich habe ja, wenn... Ich habe ja nichts schwerer gemacht in Pneumatic Craft selber. Ich habe ja nur die Anforderungen für Pneumatic Craft hochgesetzt. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Verkaufen Villager das? Ah, da müsste ja Villager Trades drin sein, ne? Ach, Villager Trades werden nicht angezeigt. Muss ich im Dramatic Craft Villager finden oder was? Nee, oder? Ich bin gerade echt ein bisschen. Jetzt 50% ungefähr. Vielleicht hat es einfach nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es was wird. Aber. Ich glaube eigentlich. Okay, was brauchen wir? Eine UV Lightbox. Nicht viel. Halt den PCB Blueprint. Der mir nur angezeigt wird übers Amatro. Wahrscheinlich gibt's Villager. Es muss Villager geben. Ich habe, glaube ich, noch keinen gesehen von Pneumatic Craft. Ich dachte jetzt, vielleicht kann ich irgendwie Villager irgendwie einen Command machen, aber ich kann, glaube ich, nur sagen Spawn. Nee. Spawn. Achso, nee, Slash Spawn ist was anderes. Moment, nee. Slash, wie hieß das Ding? Summon. Kann ich vielleicht Pneumatic Craft? Drone, Harvesting Drone, Ring, Vortex. Nö. Minecraft. Ups, nein. Villager. Summon? Also, das ist Positionsdaten. Ups, nein. Moment. Nein, ich will gern das da. Minecraft Villager an meinen Positionen. Und dann müsste ich theoretisch jetzt die Profession angeben. Prozent. Habe ich noch einen Villager? Ups. Ja. Ich kann noch mal gucken, aber ich wüsste jetzt nicht, ob wir sowas irgendwo haben. Ich hätte noch eine Idee, wo ich gucken könnte. Failed. Okay. Ich hätte noch eine Idee, wo wir gucken könnten. Wir könnten bei einem anderen auf den Server mal kurz gucken. Und zwar bei Sanjo. Die hat nämlich Villager. Wir können mal gucken. Ich weiß nur nicht. Also ich muss auch noch mal Emeralds mitnehmen. So. Ich hoffe, sie hat einen Pneumatic Craft Villager. So, warte mal, waren sie? Ich höre sie doch schon. Hier waren sie, ne? Ja. Hi.
Archer, Arborist. Er hat so einen lustigen Structure. Ich sehe hier aber keinen. Oh. Ruckel die Ruck. Nope. Ich sehe keinen. Und sonst hat, glaube ich, auch keiner Villager. Ach, verdammt. Ich gucke nochmal, ob ich rausfinde, ob es einen Villager gibt. Ansonsten spawnen wir uns nächste Folge ein. Weil diese Folge bringt jetzt nichts mehr. Wir haben alles soweit vorbereitet. Das Einzige, was wir halt jetzt wirklich brauchen, ist im Endeffekt eine Möglichkeit, so muss Amadronen zu holen. Ja. Ungünstig, würde ich meinen, ne? Ungünstig. So. Nun gut, dann würde ich aber jetzt sagen, ich kann eh nichts anderes machen. Ich würde jetzt die Folge erstmal beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Und bis dann. Ciao. Das ist dumm. Irgendwo, es muss so ein Villager geben. Ah, wir gucken es nächstes Mal. Bis dann. Ciao.